Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es regnet. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Und ich muss dich gießen. Was für ein Spaß. Ist heute schon unsere Axt fertig? Ich habe nicht aufgepasst. Oder ist die morgen jetzt fertig? Kacke. I have not abgepasst. I pass up. Ach, da darf ich ja gar nicht. Ich muss auf den anderen Seite ran. Spackofin, Alter. Supi. Earthberries. Voll nice. Fully good. So, tu dich mal da rein. Und dann schmeißen wir das hier rein oder machen wir das anders? Weil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist jetzt 6 Uhr Pfirsich. Wir haben 6.40 Uhr. Ja, ja, let's do it. Let's do it. Let's get's, ey. Komm mir eine Wespe, Leute. Skandal. Let's go to the mines. Dann packen wir das hier weg. Können wir hier... Nein, die Hacke brauchen wir wahrscheinlich. Das brauchen wir halt nicht in der Mine. Das auch nicht. So, up he goes it. No losing time. Up in the mine. Hat sich so ja gereimt. That was a nice rhyme. We go to the mine. Without losing time. To get ourselves a dime. Die Wespe verunsichert mich ja. Ich höre die immer schräg hinter mir, aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Schräg hinter mir. Weil ich schräg hinter mir keine Ohren habe. Hängt ja am Fenster rum, die das leere Kuh. Wenn die sich mal irgendwo hin... Achso, jetzt läuft natürlich die Aufnahme. Da habe ich auch keine Zeit für sowas. Wollte gerade sagen, wenn die sich mal irgendwo hinsetzen würde, könnte ich sie ja mit dem Glas fangen und wegtun. Aber... Brauche ja beide Hände. Oh, guten Tag. Ah, jetzt machen wir mal ein bisschen Damage an denen. Nice. Beautiful. Und da jetzt direkt runter. Ab. Ab in die... Runter. Ab in die nächste Level. Nice. Kopfi. Wir wollen tatsächlich verhältnismäßig dringend nach Level 40 plus. Da gibt es nämlich die fette Kohle zu holen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es kein Geld, da gibt es Kohle. Her mit den Kohlen. It's all about the Kohle. Ja, wobei die Kohle ist ja auch eigentlich nur ein Katalysator für Kohle. Also mehr Kohle ist mehr Geld, ist mehr Kohle. Nee, tatsächlich nicht. Mehr Geld ist nicht mehr Kohle, aber mehr Kohle ist mehr Kohle. Und mehr Kohle ist mehr Geld und mehr Geld ist mehr Geld. Und mehr Geld ist Joja. Joja, da habe ich Lust drauf. So. Und mehr Kopfi. Every day I'm coppering. Peanut butter copper time. Jawohl. Oh. Hier ist so ein Typ hier. Lustiges Ding. Aha. Upsi. Autsch. Ey. Er schlug mich. Frech. Ey. Bupp. Ah, noch einer. Noch zwei. Das ist ein Überfall hier. Hatja. Hotze, hotze. Immer auf Schnauze. Gotta clash them all. Alles. Nochmal eine schöne lange dauert, damit tüst. Ja, wir müssen auch unsere Spitzhacke aufwerten. Ja. Nicht aufhören, ja. Kleiner Pro-Tipp am Rande, wenn ihr euch zu eurem Gegner umdrehen wollt, hört dabei auf zu schlagen. Ich esse mal diesen Lauch. Sonst dreht sich euer Püppchen nicht um, wenn ihr nicht aufhört zu schlagen.
Köhlchen. Und da ist das Minenloch, das nächste. Aber wir machen mal hier noch so. Wow. Wow. Geil. Richtig geil. Habt ihr gesehen? War ein Pimmel. Penis. Einfach so. Schweinkram. Oh. Das, hab ich das, hat man sowas schon mal erlebt? Die hören die Schienen einfach auf, ohne irgendwo. Ah. Phew. Würde ich gerade enttäuscht sein. Die hören die Schienen einfach auf, ohne zu einem Karren zu führen. Pah. Klingt immer, als käme es viel näher. Ist immer nicht. Schwupp. Habe ich schon Schwupp gesagt? Ich sag, ah, guck mal. Schwuppdiwupp. Aha, habe ich gehört. Habe ich nicht gesehen, habe ich nur gehört. Die Zwergenschriftrolle 1. Ah, Käfer. So. Da. Schlagen hier einfach random Steine. Upsi! Du kleiner Schattenmann. Du bist ein Schattenjunge. Im Gesicht. Upsi. Mach die große Nase. Omnigeo, das ist sweet. Omnigeon sind cool. Total. Oppi. Auf zum Grund. Erreiche den Grund der Mine. Schleuder, yippie-yay-yay. Ja, ja, du hältst Schleuder. Ich hasse die Schleuder. Nervt. So, Eisen. It's time for Iron. Iron vor allem, das heißt Eiern. Eier, mache Eiern. Ha, Sapp. Kommt die näher? Wo ist die? Hängt an der Gardine rum wieder. Oh, hört ihr das quietschen? Das ist einer von meinen Lüftern aus der Dings. Eine Grafikkarte. Ich hoffe, dass man es nicht so doll hört. Ich weiß es noch nicht. Der quietscht. Der ist so ein bisschen lose und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich habe die schon rausgebaut und mir angeguckt, aber wenn man da richtig was gegen machen will, muss man das Ding, glaube ich, aufschrauben. Und Grafikkarten aufschrauben ist eine heikle Sache. Deswegen musste ich die jetzt leider erstmal einfach wieder so reinsetzen und habe gehofft, dass es besser ist. Aber ist auch ein bisschen besser. Vorher war schlimmer. Ein bisschen zur Verzweiflung getrieben, das Gequietsche. Aber jetzt geht's eigentlich. Aber jetzt ist es gerade wieder schlimmer, wo ich darauf achte. Na, wir ignorieren es einfach. Da hat er eh schon mal gefiept, Alter. Na, du Flevermaus. Lay the Lappen. Upsi. Oh, knapp. Nimm dieses Entermesser ins Gesicht. Mit Nein in die Fresse. Du kleiner Schleimer, du. Ist der Energy schon wieder leer? What's denn hier los? Wie viel haben wir denn? 270. Krass. Schaffen wir uns halt die ganzen Lachsbeeren rein. Ist mir auch egal. Wäre eh nichts wert. Können wir noch essen. Whoopi. Scheiße. Nehmt dies. Ihr dreckigen Schüfte. Cool, ey. Gerade vorher die ganzen Lachsbeeren gefressen. Jetzt geht's mir wieder schlecht. Na gut, jetzt geht's mir schlecht. Ist auch übertrieben. Hab ein bisschen Damage bekommen. Schwupp. Gut. Level 42 schon hier. Kladusch. Sehr gut. Ah, zu euch wollte ich doch. Zu euch wollte ich doch. Das ist die Kohle hier. Wow. Und keine Kohle dabei. Gut, Frozen Tear. Die gefrorene Träne. Frag mich, wer da so geweint hat, dass die Träne fror.
Kölch. Eiserne Klinge. Schwertstufe 4. Ein schweres Breitschwert. 12,25 auf einmal. Mit Einverteidigung. Das gefällt mir ganz gut, Einverteidigung. So, man kann die schleudern leider weder in den Müll schmeißen, noch ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil man die halt nur einmal kriegt, darf man die nicht einfach so entsorgen. Dass man es nicht aus Versehen entsorgt. Warum ist hier die Musik so komisch? Finde ich verdächtig. Aha, hier ist noch ein Eisen. Eins nices Eisen, rein von Eisigkeit her. Gruselig bisschen die Musik. Guten Tag, du Schleim. Hm, finden wir das besser? Oh, noch eine Zwergenschriftrolle. Dann tu den Schleim einfach weg. Bin nicht sicher, ob wir das Schwert besser finden als unser altes. War mir jetzt natürlich verärgert, weil ich ja gerade die 1500 Mark für das Schwert ausgegeben habe und jetzt haben wir das nächste. Was eigentlich, ja, vielleicht nicht zwingend besser ist, aber auf jeden Fall auch gut. Das Geld hätten wir auch sparen können, Leute. Dann lass doch einfach Feierabend machen für heute. Hopp. Wir haben eh die Taschen voll, die Energie leer. Dann können wir nämlich hier noch einmal, bevor wir nach Hause gehen, bei der Abenteurergilde reinschauen. Und einmal schauen. 200, 200. Sind das gleiche Wert. Hm. Fledermausflügel können weg. Was fehlt denn hier? Ah. 19 Insekten zu wenig haben wir getötet. Traurig das. Aber guck mal, 12 Kohle schön. Das ist doch bitte prima. Oh, das war doch ein super Minentag. 12 Kohle, 17 Eisen schon. Kann sich doch sehen lassen so, oder? Oder? Sag doch auch mal was. Ihr seid so schweigsam. Können wir... Wir könnten. Do it. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie viel Kupfer haben wir? Wie viel Kupfer brauchen wir in nächster Zeit? Ob wir direkt noch einen rauszwiebeln? Wir tun es. Leute. Crazy. Crazy! Bam! 5 harte Schmelzöfen. Da schaut ihr dumm. So, dann tu mal so, tu mal so, tu mal so. Jawohl, jawohl, jawohl. Du hier, du da, du bist nach Afrika. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ja, wunderbar. Ja, ja, wunderbar. So, gib unseren Kram hier wieder her. So, Gunther, Schmied. Harz. Schleuder, schmeiß ich einfach mal mit rein. So, haben wir uns jetzt entschieden eigentlich, welches Schwert wir besser finden? Ich glaube, wir behalten erstmal das hier. Wir behalten das hier trotzdem, aus Gründen der Behaltigkeit. Und, ja. So, das kann weg. Eisen kommt da rein. Oh, das ist viermal Gunther, viermal der andere. Clint Ostwald. Sonst noch was? Ach, guck mal hier, noch mehr Geoden. Sweet. Sweet, sweet. Goodie. Ach, njom, njom, njom. Ist auch schon spät. Düdlüdlü. Qualitätssprinkler. Sweet. Hofarbeitsstufe 6. Geil.
Wurzelplatte. Ich habe eine Wurzelplatte, Wurzelplatte, Wurzelplatte. Cool. Coole Kohle. Hier mit den Moneten. Los Monetos. Oh, oh. 5000 Mac. Jetzt denke ich natürlich über Sachen wieder nach, ne? Oh, was ist denn hier los? Hallo, Finitasche. Ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Das klingt furchtbar gerade. Mein Computer rastet gerade völlig aus. Ich erspare dir die langen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben. Ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren kontrollierten Begebenheit beobachten und du kannst irgendwas auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen ihnen wieder Früchte zum Einsammeln. Ich nehme mal die Fledermäuse, die habe ich beim letzten Mal schon genommen und die fand ich ziemlich gut. Ich würde auch gerne mal die Pilze nehmen, aber kann nicht. Ich muss Fledermausisieren. So, dicke Ernte, cool. Cool, schöne dicke Ernte. Vor allem, da müssen wir weniger gießen. Ah, man hat eine Kartoffel zwischen den Pastinaken versteckt. Oh, der Grünkohl ist sogar auch fertig, geil. Taschen sind aber voll. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. So, Pastinaken kommen... Ach so, nee, gar nicht wahr. Scheiße. Verdammt, sprach der Hahn. Stieg von der Ente. Ich wollte doch... Oh, was ist das jetzt? Ich wollte die Sachen ja hier nicht in die Dings bringen, sondern zum Bums. Nicht in die Kiste stecken, sondern... Zum Mongo bringen. Wie heißt er denn? Vergessen wir seinen Namen. Pierre. Pierre ist das Wort. Frage des Tages. Sollen wir wirklich die Spitzhacke jetzt aufwerten? Weil eigentlich kommen wir mit der normalen noch ganz gut aus. Oder sollen wir lieber direkt die Hacke machen? Auf Silber. Oder gar die Gießkanne. Weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch gießen müssen. In 2 Tagen ist der Sommer vorbei. Da kommt doch keine Ernte mehr. Erdbeeren kommen doch nur alle 4 Tage. Die haben wir gestern geerntet. Und Zeitverschwendung, das hier zu gießen, oder nicht? Zeit und Energie. Ich mach's halt trotzdem, vorsichtshalber, wie ihr vielleicht merkt. Außerdem geniere ich mich, wenn ich ja meine Pflänzchen nicht gieße. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin doch kein Unmensch. Wir könnten es direkt machen. Könnten es direkt machen. Klar und sonnig. Wie gesagt, ich glaube, eine Ernte kommt hier nicht mehr raus. Dann hätten wir am 28. unsere Gießkanne fertig und könnten die am 1. richtig fett benutzen. Zum Gießen. Nee, lass uns damit noch einmal warten. Lass uns mal denn lieber eine Joja-Mitgliedschaft kaufen gehen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Sachen aufgehoben für zum An bei Dings. Für zum An bei ins Anmachglas stecken. Tu mal den Blumenkohl. Haben wir noch für 2x Einmachglas? Das dauert ja eh mal länger. Und im Zweifel müssen wir halt von den guten Erdbeeren was anschmeißen. Habe ich erzählt, warum wir die Erdbeeren aufheben und nicht verkaufen? Weiß ich gar nicht. Für den Samenmacher, damit wir nächstes Jahr gleich am Anfang des Frühlings Erdbeeren pflanzen können und nicht aufs doofe Fest warten müssen. Forellenbarsch für Willi. Nee, das lass mal. Angeln haben wir keine Lust drauf gerade. Grüß dich, Pierre. Kauf mal meinen Scheiß, Junge. Geil. Oh, geil, 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 geil.
Geil, geil. Reicher Mann, sein Hosenknopf. 10.000 Mark. 10.000 Mark in der Tasche. Ich hab den Müll gegossen. Gießen macht mir Spaß. Und auch ein Mülleimer braucht ab und an eine Portion Wasser, weil sonst wird er krank. Was? Lüdel, lüdel, lüdel. Kupferaxt. Geilomat, du erhältst Kupferaxt. Geil. So, erst Geoden aufbrechen, dann Werkzeuge aufwerten. Kühlchen. Grünes Zeug. Weil, wenn man Werkzeug aufwerten macht, sagt er immer erst beschäftigt. Dann kann man keine Geoden mehr aufbrechen. Das ist gar keine Wespe. Das ist einfach eine dicke Fliege, die gelb-schwarze Streifen hat. Habe ich noch nie gesehen. Und ein bisschen länglichen Körper, aber. Oder bist du doch eine Wespe? Hä? Merkwürdiges Tier. Für das gruselige Tier. So, alles aufgebrochen. Jetzt habe ich nicht geguckt, was der Typ uns rausgeholt hat. Aber ist egal. Kupferspitzhacke. Danke. Sehr nice. Wir hätten uns tatsächlich aber trotz der Eisenaufwertung hätten wir uns die Mitgliedschaft beim Julia-Markt noch leisten können, sehe ich gerade, weil wir einfach geil sind, weil wir so reich sind. Ich sehe voll reich aus, Mann. Bam. Und Bumm. Und Schnick. Und Schnack. Und Pipikack. Wunderbar. So, gibt die Belohnung her. Ja, der Hügel. Schön. Hallo, Windkind. Wir gehen jetzt zum Jojamarkt, Jojamarkt, Jojamarkt. Wir gehen jetzt zum Jojamarkt und kaufen eine Mitgliedschaft. Bum, tschicki, bum, tschicki, bum, tschick, bum, tschicki, bum, tschicki, bum, tschicki, bum, tschick. Join us, thrive. We'll do it. Grüß dich. Hallo, guten Tag, willkommen. Wie geht es dir heute? Wir vergeben Mitgliedschaften. Ja. Ja, ja, Mitgliedschaft. Wenn du ein Joja-Markt-Mitglied wirst, wird aus dem Gemeinschaftszentrum ein Joja-Warenhaus und du bist nicht mehr in der Lage, es wieder zu reparieren. Allerdings wird Joja eine Alternative bieten, die Stadt zu verbessern. Bist du sicher, dass du beitreten willst? Jawohl. Exzellent. Willkommen bei Joja. Komm morgen zurück und wir können uns immer ein paar Entwicklungsprojekte unterhalten. Und vergiss nicht, Geld mitzubringen. Jetzt lass mich Bürgermeister Louis anrufen, um dieses scheußliche alte Gemeinschaftszentrum einzureißen. Yippie-ja-yo-ja. Joja Cola Light. Schön. So. Jetzt können wir die Sachen zum... Sind das die gleichen Preise? 20, 60, 80, 50. 20, 60, 80, 50. Gehen wir mal gucken. Dann offen der Pier? Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Joja-Markt offen hat. Ich hab im normalen Spiel war ich ja nie beim Joja-Markt und war immer nur bei Pier. Und der hat halt 9 bis 17 Uhr, außer Mittwochs. Das weiß ich, aber Joja weiß ich nicht. 20, 60, 80, 50. Kostet das gleiche, na gut. Schade. Wenn ich jetzt einen Amethyst dabei gehabt hätte, Abigail, hätte ich dir den geschenkt. Wow, ich habe gerade jetzt realisiert, dass es Freitag ist. Ja, um 11.30 Uhr am Freitag kann man das schon mal realisieren. Wir haben eine Kupferaxt, Kupferaxt, Kupferaxt. Wir haben eine Kupferaxt und sagen Heli, hallo. Hallo, Heli. Bist du vom ganzen Herumräumen auf dem Hof oder was auch immer du dort treibst, nicht müde? Nö. Ich könnte es nicht aushalten, so dreckig zu werden. Man wird aber wahrscheinlich dabei schön braun. Ja. Ich habe auch ein Oben ohne Beet. Da kannst du auch nahtlos brauen. Ja. Achso, die biegt. Ich dachte schon, die kommen mir jetzt hinterher. Die kleine Haley. Schlampe. Was? Nichts zum Sammeln, ja! So, das kann weg, das kann weg und das kann auch weg. Und das kann weg. Hey. Away the dirt. Oh, guck mal.
Guck mal, Blumenkohl eingelegt. Und ihr hattet Sorge, dass da Blumenkohlmarmelade rauskam, verstehst du? Und frischen Blumenkohl einlegen. Oh, das gibt bestimmt ordentlich Schmott. Nein, natürlich nicht. Ich meine, so ein Blumenkohl ist ja an sich schon... wo waren wir? 120 Gold, glaube ich, so ein Blumenkohl? Oh, nicht abbauen, ne, die Kiste, die brauchen wir noch. Dann tu doch mal... Tu doch mal so. Raffiniert, dieser Quarz. Keine Sorge, wir gehen doch nicht um 13 Uhr ins Bett, Jungs und Mädels. Wo hängt das Ding jetzt hin hier? Hinter dem Kamin ist doch gut. Kann ich nicht. Ja. Dann kommt das Fenster halt hier hinter den Kamin. Der Fernseher kommt dichter an den Kamin, dann wird er auch nicht so kalt. So, dann kommt hier das Gemälde dahin. Oder wollen wir lieber die Dinger in der Mitte machen hier? Warte. Gib mal her hier. Schwupp. Schwupp. Ah, weiß nicht, ob mir das gefällt. Naja. Gibt Schlimmeres. So. Hallo. Guten Tag. Ihr Baumstümpfe, ihr nervt mich schon den ganzen Frühling. Jawohl. 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 Ey. Gimme dat. So, das muss noch alles wachsen hier. Meinen alten Erzfeind gehen wir jetzt mal entsorgen hier. Du kleiner Kacker. Nimm dies. In die Fresse. Ha! So, haben wir hier noch was? Nein, hier ist sauber. Schön. Und hier ist auch alles okay. Gut. Müsst ihr unseren Hof schön sauber machen? Kommen wir denn da hin? Timber. Ups. Timber. Timber. And he falls. Timber. Zacki, zacki. Ich hau hier alles zu Klump. Ups, mit meiner Kupferaxt. Gut, haben wir schon ein bisschen Hartholz. Weißt du, bin ich hart, aber holzig. Weil mir gerade einfällt. Krass. Mir ist gerade was eingefallen und während ich sagte, wobei mir gerade einfällt, habe ich es wieder vergessen. Ach genau, ich wollte mal gucken, weil ich gerade ans Hartholz dachte und was kann man damit bauen. Dass wir vielleicht schon mal ein Silo bauen. Das finde ich immer ziemlich wichtig, dass man das als erstes hat. Bevor wir dann... Ich glaube, wir gehen direkt auf den Stall. Ich habe keine Lust auf so eine Hühnerbude. Das ist immer so eng und irgendwie doof. Irgendwie doof. Die Hühnerbude. Außerdem kriegt man da halt nur Mayo raus. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr genau, was man für das Silo brauchte. Ich glaube, Stein und Lehm hauptsächlich. Kupfer auch. Aber jetzt ist halt schon zu. Jetzt können wir nicht mehr fragen gehen. Wobei, wir können das mal erörtern. Bevor wir die nächste Folge anfangen. Das können wir mal machen. Kohlebrennofen, auf den habe ich gewartet, tatsächlich. Den Kohlebrennöfen. Auf den Kohlebrennöfen. Was haben wir hier? Boah, 400 für einen eingelegten Blumenkohl. Gut. Schöne Sache, das.
Ja, das war das Abschiedssignal, denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr zugesehen habt und sagt Tschüssli Müsli.